benannt nach der bekannten Leitidee, nämlich Begegnung zweier Nationen. Das steht natürlich über dem Fest dann wie immer drüber. Es geht uns darum, Brücken zwischen den Menschen zu schlagen. Mit all den Aktionen, die wir in den verschiedenen Bereichen der Festtage veranstalten werden. Und es geht darum, also einen unmittelbaren Dialog zwischen den Menschen zu entwickeln. Wir haben hier heute eine Reihe von Verantwortlichen, die uns bei der Organisation der deutsch-russischen Festtage unterstützen. Ich würde mal ganz kurz die Reihe nach durchgehen und vorstellen. Da sitzt zu meiner Rechten der Herr Walter Gauks, der sich verantwortlich zeichnet für den Bildungsbereich und auch für das Festival Kulturbrücke. Und außerdem ist er in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Jugendorganisation der Nachbarschaft der Deutschland aus Russland, ne, wenn ich das, das ist ein langer Titel, mit in unserem Verein aktiv. Zu meiner unmittelbaren Rechten ist das ist eine besondere Freude und Ehre, ihn hier auch hiermit anzukündigen, ist also unser deutscher Hauptact, der also am Freitag auf der Hauptbühne auftreten wird. Das ist Tino Eisbrenner, der mit seiner Band das Hauptprogramm am Freitag gestalten wird. Zu meiner Linken ist Friedemann Grase von der GBM Live Marketing GmbH. Das ist unser Großauftragnehmer, der also die gesamte Logistik vor Ort stemmt und das schon seit Jahren. Wir haben aus den einzelnen Bereichen hier vor mir sitzend Sigi AB, kurz mal hochkommst, der also für den Sportbereich verantwortlich ist. Wir haben zu unserer Rechten den Herrn Dreves, der in diesem Jahr den Wirtschaftstag für uns organisiert von der Marico AG. Wir haben anwesend den Pavel Geldenko, bitte ganz kurz aufstehen, der also zwei Projekte auch schon seit Jahren mit uns gemeinsam veranstaltet, das Projekt Nostalgia und den Band Contest. Das ist ein natürlich großes Anliegen, was wir verfolgen mit den deutsch-russischen Festtagen, dass also auch Nachwuchstalente ihre Chance bekommen. Und wir haben ja sowieso auch ein großes Interesse daran, beidseitig, also sowohl aus Deutschland als auch aus Russland, Künstler zu präsentieren, die also für das moderne jeweilige Land stehen.